Was erwartet uns alles zur Halloween und zur Christmas Season dieses Jahr? Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem Infovideo über die diesjährige Halloween und Christmas Season im Disneyland Paris. Ja, ich habe so einen kleinen Break eingebracht zwischen den D23 Videos und den Disneyland Anaheim Videos, um euch dieses Video zu zeigen. Denn es ist brandaktuell, während ich in Anaheim war, gab es Neuigkeiten zur Halloween und auch zur Christmas Season, die ich natürlich mit euch teilen möchte. Wir starten natürlich mit Halloween. Die Halloween-Season dieses Jahr in Disneyland Paris startet am 1. Oktober und geht bis zum 3. November 2024. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr an Halloween oder in der Christmas-Season im Disneyland Paris seid. Wenn ja, wann? Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst und mein Video liked und auf die Glocke drückt. Dann verpasst ihr auch keines der zukünftigen Videos. Ja. Ich bin leider direkt am Start der Halloween-Season nicht da. Ich versuche ja immer dort zu sein. Aber dieses Jahr hat sich Disneyland Paris gedacht, wir machen es einfach mitten in der Woche. Weil der 1. Oktober mitten in der Woche ist. Finde ich blöd. Normalerweise macht das Disneyland immer, dass es am Samstag startet, eine Season. Aber die haben gedacht, nee, Ende September ist uns zu früh, die paar Tage. Und dann am 5. Oktober ist uns dann auch ein bisschen zu spät. Machen wir es doch einfach mitten in der Woche. Hey, warum nicht? Also das finde ich schon ein bisschen, naja, deswegen bin ich auch nicht zum Start der Halloween-Season dort. Hatte ich eigentlich geplant, aber dann gab es Neuigkeiten, was noch während der Halloween-Season passiert. Und dann habe ich ein bisschen umgeplant, mit Brina gequatscht, eventuell kommt auch Nina mit. Und wir sind jetzt da vom 4. bis zum 6. Oktober. Und ich weiß, ganz viele von euch haben schon auf Instagram geschrieben, dass ihr auch vor Ort sein werdet, weil ja auch dieses Burda-Event und auch Stefans Freizeitpark-Travel-Event ein oder zwei Tage vorher stattfindet. Ich glaube, am 3. Und da ist ja auch Feiertag bei euch in Deutschland. Ich habe keinen Feiertag. Und ich weiß, dass viele von euch da sein werden. Also, wenn ihr mich seht, wenn ihr uns seht, sprecht uns gerne an. Wir freuen uns darüber und habt keine Angst. Ich bin ganz nett und beiße nicht. Ja, kommen wir zu den Neuigkeiten. Was passiert denn dieses Jahr? Ich werde euch immer ein bisschen was einblenden. Entweder Videomaterial von den letzten Jahren oder halt Bilder, die wir von Inside Ears zum Beispiel als bekommen haben. Da hat mir das Wort gefehlt. Und wir starten natürlich mit der Parade. Mickeys Halloween Celebration. Wir hatten ja letztes Jahr die Vermutung, dass eine neue Halloween-Parade kommt. Dem ist nicht der Fall. Also das war halt eine Spekulation, so ein Gerücht, das den Weg gemacht hat. Aber ihr seht, nicht jedem Gerücht darf man glauben. Ich habe es auch im letztes Jahr im Vlog halt gesagt und mich bei der Parade verabschiedet. Aber Mickeys Halloween Celebration kommt wieder zurück. Es ist eigentlich hauptsächlich eine Parade, macht aber einen kleinen Showstopp am Schloss. Und ist wirklich eine tolle Parade, macht sehr Spaß, sich anzugucken, macht gute Stimmung. Das Lied ist mega und ich schaue mir sie wirklich sehr, sehr gerne an. Ansonsten, was es natürlich geben wird, ist natürlich Merchandise. Ganz viel Merchandise und wie das immer an Halloween-Merchandise so ist, es ist super beliebt. Ob es neue Spirit Jersey geben wird, was es an Merchandise geben wird, weiß man nicht. Und meistens kommt das Merchandise schon so Mitte September, so roundabout in den Park. Auch die Dekorationen starten so Mitte September. So langsam die ersten Kürbis kommen, die Girlanden werden aufgehangen und natürlich wird der Park wieder schön dekoriert werden. Leider aber nur von der Main Street aus bis, also die Main Street runter und dann halt ins Frontierland. Die anderen Bereiche des Parks werden nicht dekoriert, wie das Fantasyland oder das Discoveryland oder das Adventureland. Auch in den Walt Disney Studios, meine ich, passiert nichts an Deko. Zu Halloween, zu Weihnachten sieht das ein bisschen anders aus. Und das Village wird aber ein bisschen dekoriert. Also die meiste Deko findet ihr halt am Eingang. Da kommen wieder die Geister und ganz viele Kürbisse. Und am Eingang kommt wieder dieses Jahr bestimmt auch wieder das Happy Halloween Zeichen am Bahnhof, was letztes Jahr tatsächlich mit der Baustelle
Da waren einfach Baustellenwände davor. Das heißt, man konnte da gar keine Fotos machen letztes Jahr. Und natürlich wird der Park wieder super schön dekoriert werden. Ja, Snacks und Essen wird es natürlich auch wieder geben. Ich blende euch hier gerne mal ein Bild ein. Es gibt irgendwie einen Kuchen. Ich denke mal, den wird es wieder in Victoria's geben, mit irgendwie so einer Spinne drauf. Dann natürlich kleine Snacks, die man wahrscheinlich an irgendwelchen Wagen kaufen kann. Es wird ein Burger geben, habe ich auf dem Bild gesehen. Das wird wahrscheinlich wieder im Annette's Diner oder in Lucky Nuggets sein. So ist das immer, aber ich glaube, es ist Annette's Diner. Da ist irgendwie so ein Haken von Captain Hook drauf. Sieht auch spektakulär aus. Und vieles wird natürlich auch in den Buffet-Restaurants sein. Als Dessert oder als Hauptspeise werden die wird spezielles Halloween-Essen geben, was dann immer mit so kleinen Kärtchen deklariert ist, was extra für Halloween da ist. Genau, also wir haben jetzt abgedeckt. Deko, Snacks, Parade, Merch. Charaktere wird es auch natürlich geben. Viele, viele Charaktere werden im Park rumlaufen. Mickey und Minnie werden uns ihren Halloween-Outfits begrüßen am Bahnhof. Die Bösewichte kommen auch raus aus ihren Schlupflöchern und werden wahrscheinlich wieder im Fantasyland rumlaufen. So war es die letzten Jahre schon. Da müsst ihr halt Glück haben. Wir haben letztes Jahr Gaston, glaube ich, gesehen und die Herzkönigin. Auf dem Schloss laufen auch manchmal, haben wir letztes Jahr, glaube ich, die Evil Queen gesehen. Also ihr müsst tatsächlich eure Augen und Ohren aufhalten für die Bösewichte. Die laufen da halt einmal immer mal rum und wie gesagt, meistens im Fantasyland. Ob es feste Meet-and-Greet-Spots gibt, weiß ich nicht. Da müsst ihr einfach immer in die App schauen, da wird das auch alles drinstehen. Aber es gibt auch eine Neuheit dieses Jahr. Ja, Mutter Gurtel kommt zu uns ins Disneyland Paris. Den langen Weg von Rapunzels Turm wird sie den Weg ins Disneyland Paris machen. Tatsächlich aber nur als Selfie-Spot. Also man wird sie antreffen können, man wird sich mit ihr unterhalten können, aber leider nur als Selfie-Spot. Das heißt, sie wird hinter einer Absperrung sein und man kann halt dann Selfies mit ihr machen. Ich mag die Selfie-Spots nicht. Es ist cool, weil man dann, also dann haben viel mehr Leute die Möglichkeit, sie zu treffen, mit ihr zu interagieren. Aber ich bin trotzdem kein großer Fan von Selfie-Spots. Haben alles Vor- und Nachteile. Aber Mutter Gurtel dieses Jahr zum ersten Mal im Disneyland Paris. Ich glaube nicht, dass es sonstige Shows geben wird zu Halloween. Es wurde noch nichts bekannt gegeben, aber wir wissen, glaube ich, vom letzten Jahr, dass Disneyland Paris manchmal so ein "Och, wir machen jetzt doch noch was" so spontan macht. Letztes Jahr gab es an der Castle Stage ja auch so eine kleine kleine Show. Und da kamen ja die Villains, glaube ich, auch an diesen Fotospots. Soweit ich mich erinnern kann. Oder war das vorletztes Jahr? Auf jeden Fall ist die Castle Stage dieses Jahr im Umbau. Wird ja komplett renoviert. Das heißt, auf der Castle Stage wird nichts stattfinden. Und ja, ich denke, die Parade wird leider das Einzige sein, was wir an Show zu Halloween bekommen werden. Aber wir bekommen doch noch eine Kleinigkeit, ein kleines Add-on. Und zwar zu Disney's Electrical Sky Parade, zu der Drohnenshow abends, wird es ein paar kleine Halloween-Sequenzen geben. Ja, da hat Disneyland wieder mega was. Also ist jetzt nicht so, dass es eine eigene Drohnenshow wird, aber ich denke, das wird trotzdem mega cool werden. Sonst gab es ja immer die Jahre vorher so eine kleine Mini-Villains-Projektionsshow auf dem Schloss vor Illuminations. Ich muss sagen, ich finde das mit den Drohnen viel, viel besser. Und mal gucken, wie lang diese Sequenzen wird. Aber das kann ich mir auf jeden Fall mega gut vorstellen. Wenn Disneyland Paris eins kann, dann sind es Drohnenshows. Und das finde ich wirklich gut. Vielleicht bekommen wir ja dann nächstes Jahr eine eigene Halloween-Drohnenshow, eine eigene Christmas-Drohnenshow. Naja. Ja, das ist so, glaube ich, das Einzige, was so bei Halloween passieren wird. Aber es ist ja auch, also ich finde, der Zeitrahmen im Disneyland Paris ist sehr kurz für Halloween. Wenn man sich auf die amerikanischen Parks guckt, da hat ja Halloween jetzt schon gestartet. Die ersten Partys in Magic Kingdom finden schon statt. Mickey's Not So Scary Halloween Party. Ende August fängt auch schon die Season im Disneyland Anaheim statt. Da habt ihr auch jetzt die Deko so langsam angefangen, als wir noch da waren.
Und ja, ich finde, Disneyland Paris startet viel zu spät. Es gibt nur einen Monat, wo die Leute Halloween erleben können. Klar, ist das so der Main, also der Hauptmonat, der Oktober. Da wird es auch schon so langsam herbstlich und so. Aber ich finde, sie hätten ruhig schon Mitte September oder so, könnten sie schon starten. Aber hey, das ist ja leider nicht meine Entscheidung, das ist nur so meine Meinung. Ja, wie gesagt, auf was freut ihr euch am meisten während Halloween, wenn ihr vor Ort seid? Wie gesagt, ich bin auf jeden Fall an dem ersten Wochenende im Oktober dort, vom 4. bis zum 6. Ob ich nochmal während Halloween ins Disneyland fahre, weiß ich nicht. Und was ich jetzt noch vergessen habe zu erwähnen, es wird dieses Jahr auch keine Halloween-Party geben. Am 31. Oktober findet auch wieder keine Halloween-Party statt, so wie letztes Jahr. Man darf sich an dem Tag wohl wieder verkleiden, so wie das auch letztes Jahr der Fall war. Aber ansonsten wird es nichts Spezielles am Halloween-Tag geben. Ich weiß nicht, ob Disneyland Paris der einzige Park ist, der keine Halloween-Partys mehr macht. Ich weiß nicht, wie das in den Asiatischen ist, aber in Amerika gibt es halt Oogie Boogie Bash und Mickey's Not So Scary Halloween Party, die ja fast täglich dann jetzt auch stattfinden im Magic Kingdom und in California Adventure. Disneyland Paris hat nichts. Nada. Niente. Naja, so. Das waren die Halloween-Neuigkeiten für 2024. Wechseln wir zu den Weihnachts- oder zu der Christmas-Season. Aber ich würde sagen, da passt das Outfit nicht. Muss ich mal kurz wechseln. So sieht das doch schon viel besser aus, wenn wir über die Christmas-Season sprechen. Ja, die Christmas-Season im Disneyland Paris startet am 9. November 2024 und geht bis 6. Januar 2025. Ich würde aber sagen, der offizielle Start ist der 9. November, aber wenn ihr alles erleben wollt, kann ich schon mal sagen, kommt nach dem 16. November. Warum? Das klären wir gleich. Was passiert während der Christmas Season? Natürlich wird es auch wieder Merchandise geben zu Weihnachten. Es wird Ornamente geben. Wahrscheinlich gibt es auch wieder ein Spirit Jersey und Ohren und, und. Also Merchandise wird es auch wieder genug geben. Snacks und Essen auch, aber da haben wir noch keine Infos bekommen, was, wie, wo es geben wird. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ich werde euch aber auf jeden Fall hier auf meinem YouTube-Kanal und natürlich auch auf Instagram direkt informieren. Also denkt dran, mir auch auf Instagram zu folgen, magic.monimaus. Da bekommt ihr die Infos immer so schnell wie möglich. Außer als ich in Anaheim war, da habe ich die Infos direkt zu den Seasons nicht gepostet, weil ich so viel anderen Content zu posten hatte. Aber jetzt bin ich ja wieder hier und kann immer euch up-to-date halten, auch auf Instagram. Und auf TikTok versuche ich eigentlich auch mal so Neuigkeiten in so einem kleinen Video zusammenzufassen. Dort bin ich auch magic.monimaus. Genau, also Snacks und Essen während der Christmas-Season gibt es noch keine Infos zu. Ansonsten wird es natürlich auch wieder Charaktere geben. Mickey und Minnie werden uns wahrscheinlich wieder in ihrem Christmas-Outfits am Bahnhof begrüßen. Und ob es sonstige Special-Weihnachtscharaktere gibt. Ich glaube, letztes Jahr war Winnie Pooh draußen. Und ich meine Stitch. Ja, aber wie es dieses Jahr wird, das ändert sich. Also oft ändert sich das, oft sind es dieselben. Man muss sich immer überraschen lassen. Aber die Christmas-Outfits von den ganzen Charakteren sind immer so süß. Auch übrigens werde ich zum Start der Christmas Season, also vom, ich glaube, am 8. November bis zum, Moment, jetzt muss ich überlegen, 10. November, ich gucke nochmal in meinen Kalender, bevor ich das hier irgendwas Falsches sage. Genau, vom 8. bis zum 10. November bin ich auf jeden Fall im Park und, jetzt habe ich gegen meine Kamera getreten, das wollte ich nicht. Genau, bin ich auf jeden Fall im Park. Ich überlege wegen den Neuigkeiten, die ich euch gleich jetzt sage, nochmal einen Tagestrip am 16. November zu machen. Ich werde wahrscheinlich dann morgens hinfliegen und abends dann wieder zurück. Das heißt, dass ich nur den kompletten Tag mitmache, weil das Wochenende eigentlich meinem Freund gewidmet ist. Aber kommen wir zu den Shows, die dort stattfinden werden. Am 9. November startet Mickey's Dazzling Christmas Parade. Eine der schönsten Paraden, die es gibt, mit auch Showstopp am Schloss. Ich weiß nicht, ob es eine Abendversion geben wird, wir müssen noch auf die Zeiten warten, aber Mickey's Dazzling Christmas Parade dürft ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen. Das ist so eine schöne Show, die verbreitet so schöne Weihnachtsstimmung, macht so gute Laune.
Ich liebe Mickey's Disney Christmas Parade. Genau, die kommt am 9. November. Dann kommt wieder Let's Sing Christmas, glaube ich, heißt es. Kommt auch am 9. November. Moment, ich guck mal gerade. Let's Sing Christmas, genau. Und dort wird wohl ein spezieller Charakter mit eingebunden in diese Show, weil diese Show findet irgendwie schon seit 8 Millionen Jahren jedes Jahr statt. Ist im Videopolis, ist ganz gemütlich, aber dort einen Platz zu bekommen, ist auch wieder, man muss sich richtig früh anstellen, weil die Plätze natürlich sehr limitiert sind. Was ich euch aber empfehlen kann, jetzt so ein Tipp von mir zu euch, macht einen Mobile Order im Hyperion Café, kurz bevor die Show startet. Also ihr könnt ja Mobile Order über die App machen. Macht Mobile Order über die App, kurz bevor die Show startet, holt euch euer Essen und sucht euch einen Platz oben in den Rängen. Dann könnt ihr nämlich essen und die Show genießen. Aber sagt es keinem weiter. Nicht, dass so viele auf diese Idee kommen. Genau. Also, das könnt ihr machen oder euch halt früh genug anstellen. Ist auch wirklich eine sehr, sehr schöne Show. Und ich bin mal gespannt, welcher der Special Character ist, der dieses Jahr dann mit im Videopolis auftritt. Und was auch noch am 9. November startet, ist die Christmas Tree Lightning Zeremonie. Ich weiß nicht, das ist ja eigentlich immer Teil von Mickey's Dazzling Christmas Parade, dass dann immer der Weihnachtsbaum angezündet wird. Ich weiß nicht, ob es... Es wird wahrscheinlich irgendwie wieder Teil davon sein. Und zwischendurch gibt es ja auch mal so einzelne Sequenzen, wo der Baum dann beleuchtet wird. So wie letztes Jahr halt auch. Genau. Das sind die Sachen, die am 9. November starten. Also da startet wirklich nichts Neues. Aber, also ich denke mal schon, dass es auch am 9. ist, ist die, das Update auch wieder zur Disney's Electrical Sky Parade. Was auch wieder ein Update bekommt zu Weihnachten. Also es wird wieder Sequenzen zur Weihnachtssaison geben. Ich weiß nicht, ob die das am Ende packen oder zwischendurch. Also da müssen wir uns überraschen lassen. Aber die Drohnenshow Disney Electrical Sky Parade wird auch wieder an Weihnachten angepasst. Was ich auch sehr schön finde. Und die Artworks sehen auch mega, mega, mega cool aus. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich glaube, das findet auch am 9. November statt schon. Aber einiges findet erst ab 16. November statt. Was ich persönlich richtig blöd finde. Das war letztes Jahr auch so, ich meine mich zu erinnern, weil letztes Jahr war auch das Presseevent eine Woche später, nicht zum Start der Christmas Season, sondern eine Woche später. Und da starten auch dieses Jahr am 16. November 3 weitere Shows. Und es sind, glaube ich, fast dieselben wie letztes Jahr. Und das finde ich total blöd. Also macht doch alles wenn ihr sagt, die Season startet am 9., dann macht doch alles am 9. Warum erst eine Woche später? Kann auch sein, dass es da wieder irgendein Presseevent gibt oder so. Keine Ahnung, aber ich persönlich finde es blöd. Deswegen würde ich euch empfehlen, erst nach dem 16. November zu kommen, dass ihr auch wirklich alles miterleben könnt. Aber das ist natürlich euch überlassen. Was sind das für Shows, die ab dem 16. November starten? Wie gesagt, es sind 3 Stück. Wir haben einmal Aurora und Prinz Philip, eine Show, die im Castle Courtyard stattfindet. Also hinter dem Schloss. Die gab es letztes Jahr, soweit ich weiß, nicht. Die gab es aber so ähnlich mal während der Princess Week. Ich glaube, vor 2 Jahren. Ich habe so ein bisschen gesagt, das sah ein bisschen aus, als würden sie es um Hexenfeuer tanzen, weil das war ein bisschen seltsam. Ich denke mal, sowas Ähnliches wird es auch wieder sein. Und ich muss sagen, die Location ist auch richtig doof. Weil im Castle Courtyard hat man so wenig Platz. Da wird es auch wieder Gedränge geben. Und naja, ist meine Meinung. Also ich finde es nicht die perfekte Location. Aber hey, es wird eine Aurora und Prinz Philip Show geben. Und dann wird es Moments mit Mickey geben. Das ist, glaube ich, so ähnlich wie schon letztes Jahr. Im Town Square werden Mickey, Minnie, Santa Claus und viele der Disney-Freunde die Weihnachtsseason zelebrieren. Und das habe ich letztes Jahr auch gesehen. Wie gesagt, ich blende euch immer hier was ein. Das war wirklich schön. Also die Show ist auch mega schön. Da kann ich euch empfehlen,
auch relativ früh sich hinzustellen für die Show. Und am Pavillon, also am Pavillon findet einiges statt. Da hatten wir letztes Jahr die Plätze. Im Prinzip habt ihr den Pavillon in der Mitte und dann habt ihr die Wege, die daraus führen. Und an diesem einen Weg standen wir und haben gewartet, aber haben es, glaube ich, auch eine Dreiviertelstunde oder Stunde vorher dahingestellt, weil dort auch sehr wenig Platz ist. Aber man kann überall am Town Square stehen, am Bahnhof passiert was. Ich glaube, da steht dann Santa Claus. Die Parade kommt aus dem Tor, also wo die Parade reingeht, zum Beispiel auch die normale Parade, da kommen sie raus, gehen, glaube ich, einmal am Storybook Store vorbei und gehen dann zum Town Square. Also so könnt ihr euch das vorstellen, glaube ich. Soweit ich mich erinnere, aber ist keine Gewähr. Genau, also die Show wird es dann noch geben. Also wie gesagt, eine richtig schöne Show. Und dann wird es Moments with Princesses geben. Das gab es letztes Jahr auch, aber am Castle Stage. Jetzt wird es am Central Plaza sein, das heißt vor dem Schloss wird es diese Show geben, was ich auch ganz gut finde, weil bei der Castle Stage hat man auch, wenn man nicht ein, zwei Stunden vorher sich dahingestellt hat in die erste Reihe, hat man da auch kaum was gesehen von den Moments with Princesses. Wir hatten es letztes Jahr so gemacht, wir haben die Mickey Show gesehen am Town Square und sind dann rübergerannt für die Prinzessinnen, weil es direkt danach war. Und hatten dann kaum was gesehen und ein bisschen was mit der Kamera konnten wir einfangen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ne, die Prinzessin kann man danach nicht treffen, aber die laufen da dann so schön rum und haben natürlich ihre Weihnachtsoutfits an. Und das wird dieses Jahr nicht am Castle Stage sein, weil das ja renoviert wird, sondern dieses Jahr am Central Plaza. Ja, eine richtig schöne Show, soweit ich es letztes Jahr so von Weitem gesehen habe. Natürlich mit den begehrten Prinzessinnen. Und wie gesagt, ich finde Central Plaza auch viel, viel besser von der Location, weil es wahrscheinlich wieder auf den Bühnen stattfinden wird. Die werden auch dazwischendurch wieder wechseln. Und da hat jeder mal die Chance, die Prinzessinnen zu sehen. Und da gibt es viel mehr Möglichkeiten, sich hinzustellen. Ja, ich glaube, das war's. Mehr kann ich euch zur Christmas Season aktuell nicht sagen. Ob es eine Neujahrsparty gibt? Ich denke schon, dass es dieses Jahr auch wieder eine Neujahrsparty gibt, aber dazu gab es noch keine Details, wenn dann natürlich am 31. Dezember. Und ja, so viel zur Christmas Season. Ich glaube, das war's. Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein, aber ich habe, glaube ich, alles abgedeckt. Merch, Essen, wissen wir noch nicht, Parade, Charaktere. Ja, ich glaube, das war's. Also, was auf was freut ihr euch während der Christmas Season am meisten? Schreibt es mir gerne auch unten in die Kommentare. Und das war mein kurzes Update-Video zu Halloween und Christmas Season 2024 im Disneyland Paris. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao!